Herzlich willkommen zu Transfermarkt TV. Heute stellt Markus von Aalen, Trainer von Arminia Bielefeld, seine persönliche Traumelf vor. Also, mein Name ist Markus von Aalen. 40 Jahre alt, bin neuer Cheftrainer von Arminia Bielefeld und ich darf hier heute bei transfermarkt.de meine Traumelf präsentieren. Da hätten viele andere Spieler auch noch reingehört, aber ich muss mich als Trainer natürlich entscheiden. Es ist eine Mischung aus Spielern, die mich begleitet haben, mit denen ich gespielt habe, zu denen ich eine besondere Bindung habe, aber auch internationale Fußballgrößen. Mein Torwart wäre Dirk Heinen, mit dem ich die ganze Jugend durchlebt habe bei Bayer Leverkusen und der zwischenzeitlich auch für Arminia Bielefeld noch gespielt hat und zu dem ich heute noch eine tiefe Freundschaft, pflege. Auf der linken Seite Roberto Carlos. Da erübrigt sich jedes Wort. Prägung offensiver Außenverteidiger. Dann ein Spieler, den ich selber trainieren durfte, der für mich ein ganz besonderer Spieler ist, Stefan Reinhardt als linker Innenverteidiger. Daneben, auch wenn er andere Positionen gespielt hat, Franz Beckenbauer. Einfach wegen seiner ganzen Verdienste für den Fußball, für den deutschen Fußball. Unglaublich. Dann auf der rechten Seite Jorginho, mit dem ich in meiner jungen Zeit in Leverkusen zusammenspielen durfte, den ich als Mensch kennenlernen und schätzen durfte. Dann im defensiven Mittelfeld González Castro, ein weiterer Jugendspieler von mir mit meiner Meinung nach sehr, sehr großem Potenzial. Dann auf den beiden Halbpositionen davor Rodolfo Cardoso, mein Kollege vom Hamburger SV, den ich als Fußballer schon immer mochte und der einfach als Kollege und Person auch für mich eine ganz besondere ist. Dann auf der halbrechten Position Bernd Schuster. Als Junger, nahe von Köln geboren, habe ich den FC natürlich geguckt, bin zum Friseur gegangen, ich hätte gern die Frisur, wie Bernd Schuster sie hat, der blonde Engel, und 1991 sitzt er in der Kabine neben mir. Und wie Bernd auch jungen Spielern gegenüber war, war für mich einzigartig und das werde ich nie vergessen, war eine besondere Ehre, mit ihm zusammenzuspielen. Dann auf der linken Seite auch ein Spieler, der für mich ganz ein Riesenpotenzial hatte und mit dem ich in Leverkusen zusammenspielen durfte, Andreas Thom. Auf der rechten Seite der Weltstar im Augenblick im Fußball, Lionel Messi. Er darf nicht fehlen. Und dann vorne in der Spitze auch ein Spieler, mit dem ich in Leverkusen zusammengespielt habe, zu dem ich ein ganz besonderes Verhältnis habe, den ich aber unglaublich geschätzt habe als Sportler und der auch menschliche Qualitäten hat. Der Schwatte Ulf Kirsten. Okay, das wäre meine Traumelf. Ich hatte auch hier wieder die Qual der Wahl. Vielen Dank, Markus von Aalen. Hallo Timo, hallo Jan. Ja, da hat er einige Spieler von Bayer 04 Leverkusen aufgestellt. Das darf nicht verwundern, denn dort hat er ja auch mal gekickt.
Ja, in den 90ern wirklich mit großen Spielern zusammengespielt, wie Bernd Schuster, den er auch aufgestellt hat, oder auch Ulf Kirsten, der Torjäger der 90er Jahre ist. Aber er kann natürlich auch stolz auf seine junge Trainerkarriere sein. Er hat immerhin Spieler wie Stefan Reinartz oder Gonzalo Castro in der Jugend von Bayer Leverkusen trainiert. Und ich denke, da kann er schon einigermaßen stolz drauf sein, ja. Ja, wer jetzt auch so langsam mal stolz sein kann, das ist der Rudolfo Esteban Cardoso. Der ist immerhin zum dritten Mal hintereinander jetzt schon in der Traumelf, nachdem ihn Bernd Hollerbach und Colin Benjamin aufgestellt haben. Jetzt halt auch also Markus von Aalen. Das kam, glaube ich, so auch noch nicht vor. Dazu noch Andi Thom, der ja nun der erste deutsche Nationalspieler war, der halt eben aus der ehemaligen DDR dann rüberkam. Also das ist schon eine absolut super Truppe. Sicherlich ein bisschen fragwürdig, was der Franz Beckenbauer dann auf der Innenverteidigung neben dem Stefan Reinartz macht. Aber klar, der Kaiser, der kann alles spielen. Und so ein bisschen sticht dann doch noch der Lionel Messi heraus. Also einen absoluten aktuellen Superstar hat Markus von Aalen dann auch aufgestellt. Vielen Dank, Timo. Vielen Dank, Jan. Ein herzliches Dankeschön an Markus von Aalen und natürlich auch an die Transfermarkt TV-Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.